Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu... So, warte mal. Wie war's? Heads up, there are some infected dogs incoming. Infected Free Zone. Oh, Hunde laufen an. Geht gleich direkt los. Abknallen. Shoot them down. Oh ja, da kommt ein Hundepack. There are some infected around here. Die fallen aber alle unseren Wall, wie es ausschaut. Okay, das ist dieselbe. Ah, ne, da kommt noch eine, ist noch eine Horde. Ich würde gerne die Truppe rausnehmen. Ah, ich glaube nicht, dass es funktioniert. Ah, da kommt der eine Trupp. Der wird gleich weg sein. Da ist noch eine größere Truppe. Mir ist leider aufgefallen, dass ich den Spielstand in dieser Version nicht speichern kann. Das ist leider sehr, sehr schade. Ich würde halt gern weitermachen, aber wie es ausschaut, geht das nicht. Wie es ausschaut, ist das nicht unmöglich. So, es ist 21 Uhr, deswegen tun wir gleich mal ein bisschen vorspielen. Warte, okay. Ready for action. We're on the move. Schnell rüber. Wenn die reinkommen, haben wir direkt mal. Ja, sie wollen rein. Nope, die kommen von da. Das ist eine große Horde. Oh shit, ist die groß. Ich glaube zwar nicht, dass wir heute alles schaffen werden. Oder beziehungsweise in dieser gesamten Aufzeichnung, weil wir nur 4 Folgen heute schaffen werden. Oh, da kommt Nonne. Okay, jetzt geht's ab. Jetzt kommen auch noch Hunde. Und eine Horde. Nur eine tot? Hunde tot, gut. Infected-Gruppe. Alter, wie viel Infected haben wir denn noch heute getötet schon? Wir müssen 2 Uhr nachts. Kommt da noch was, oder? Ich würde gerne mit einer Gruppe wenigstens die Nacht nutzen. Und schauen, ob wir hier... was in dem Fall lösen können und noch ein bisschen was Essenmäßiges holen können. Ah, er holt sich halt nicht. Ah, die Horde scheint noch nicht so ganz wild darauf zu sein, mit uns zu treffen. Clear. Going there. Das nächste Gebäude direkt. Jetzt müssen sie gleich einen Nachtschelter suchen. Ja. Receiving. Building clear. Gut. Reporting. On my way. Clear die Gebäude. Gut. Kollegen sind hier wieder am Bauen. Building clear. Sammeln wir halt hier auch noch Holz. Everything's collected. Okay, hier haben wir schon mal ein bisschen was gesammelt. Ready for action. Wir brauchen ja noch ein bisschen Essen. Aktuell kommen wir noch nicht so ganz über den Tag drüber. Clear. Ich verstehe immer noch nicht, warum das Gebäude mit einer Person gebaut wird. Aber ich glaube, ich muss es nicht unbedingt verstehen. Ich kann halt das Kochhaus nicht schützen. Roger. Je größer die Hütte, desto mehr ausgeben Probleme. Wir haben halt nicht so viel Platz hier. Ich kann natürlich hier hinten irgendwo... Hier kann ich halt eine große Produktion wegbringen, aber...
Wir haben einen Haufen Vorräte gefunden. Building clear. Building work done. Okay. Sie tun das jetzt noch weg. Building clear. Area clear. Going there. Wir müssen es irgendwie hier frei machen, ansonsten haben wir ein Problem. Clear. Operator. Hier aus. Gut, wie viele Tage essen? Haben wir 2 Tage mittlerweile. We're on the move. Waiting orders. Building clear. Ah, die haben noch 4 gefunden. Ein Träumchen ist ja das. Clear. Holz sind wir halt echt schlecht dran. Aber es ist halt auch das meiste, was wir bauen, aus Holz, ne? Shorter. The farms won't produce any more food. We should brace ourselves. This might be the hardest phase of area scouting. Alter, ernsthaft? Es wird schon Winter? Holy shit. Everything's collected. Let's prepare for winter. On my way. Wie viel von dem unpräparierten Zeug kann man denn... Ich würde gerne, dass ich hier zuweise, aber es geht nicht. Ready for action. Roger. Bauen wir hier noch einen Schutzwall vor. Das mit dem Holz ist halt natürlich ein bisschen problematisch. Aber was soll man machen, ne? Jetzt muss man mal gesammelt werden. Going there. Clear. Going there. Waiting orders. Oh, die haben mir eine gekillt. Oh shit. Richtig. Ready for action. Stop working. Start winding down. Going there. Oh, das kann ungut werden. Oh, den incoming, sagst du? Ja, oh, den incoming. Also ich glaube, mit dem Spiel braucht man echt viel Zeit. Some infected around here. Waiting orders. Ist sie tot? Nee, sie lebt noch. Sie hat noch 2 HP. Alter Scheiße. Jetzt müssen wir die Nacht eigentlich da aushalten. Das könnte ungut werden. Infected incoming. Operator. Building clear. Ja, wir halten das Gebäude jetzt die Nacht. Infected around here.
Wir werden dieses Haus über die Nacht halten. Ah, da komme ich ins Menü. Okay, warte mal. Ich kann noch nicht mal Metallturm bauen. Ich weiß gar nicht, warum ich Metall sammeln anfange, aber ich kann. Ich hätte wahrscheinlich das da einfach am besten sammeln sollen. Hier das ganze Holz abholzen und alles. There are some infected around here. Hier ein Holztor hin oder so. Infected incoming. Ob die Zombies im Winter auch ruhiger werden. Na komm, kipp die Zombies. Heute ist zur Hälfte fertig. Das ist doch nicht normal. Oh, da ist noch eine große Horde. Müsste auch dann so ein Zonengebiet möglich machen. Another one incoming. Das kann jetzt gut oder schlecht enden mit unserer Gruppe da hinten. Hier gibt es zwei Wege von. Another one incoming. Müssen wir jetzt ein bisschen schauen, ne? Eine andere Wahl haben wir nicht. Hostiles inbound. Hier sind zwei. Wie viel. Holy shit! Holy shit! Jetzt hätte ich die zweite Gruppe gebraucht. Ja, der Turm hält aber echt viel aus, das ist gut. Komm schon. Alter, die einen Truppe sind noch riesig. Ah, oh, wir haben es morgen, okay. Lösch es aus. Interesting near the lair that we just cleared. A CCTV camera, still operational, solar powered. Could someone still be watching this place? Oh, what the fuck, wir haben alles verloren. Disable it. Let's not take any risks. Shit, wir haben gerade eine ganze Gruppe verloren. Receiving. Roger. Nutzt das Fahrzeug bitte. Und ihr nutzt bitte die Möglichkeit. Going there. Reporting. Das ist eine Gruppe aus einer. Waiting orders. Roger. Waiting orders. We're on the move. Leider, das gibt dann aber gar keinen Sinn. Muss ich das jetzt ernsthaft per Hand machen? Roger. Na, jetzt scheint es selber zu machen. On my way. Da ist noch so viel drin, das müssen wir nutzen. Reporting. Roger. Ah, lösen wir das Squad auf, das bringt sie nichts, haben wir lieber mehr Arbeiter. We're on the move. Wir haben doch hier noch genug zum Holz sammeln. We're on the move.
Ready for action. Das Auto ist ja noch nicht mal voll, Leute. Operator, going there. The road is missing. Roger. Going there. Roger. Roger. On my way. Habt es jetzt. Waiting orders. Going there. On my way. On my way. On my way. On my way. Hoffentlich kriegen sie das hin. Roger. Going there. Oh Gott, okay. Zum Sprechen drücken. Roger. On my way. Na, wir haben schon viel eingepackt. Eine Waffe noch und alles. Going there. We're on the move. Reporting. Receiving. On my way. Our worker has no way. On my way. Roger. We're on the move. We're on the move. We're on the move. On my way. Going there. On my way. We're on the move. We're on the move. Füllt das Auto auf, bitte. Ja, jetzt gehen sie auch schon. Stop working. Start winding down for some rest. Roger. Okay, going there. Wir doch nach Hause. Roger. Und der Wind hat eingesetzt. Gratulation, das ist nicht gut. Da kommt die erste Winterhorde. Aber Leute, ich würde sagen, das ist es für diese Folge. In der nächsten Folge schauen wir noch, ob wir die Bücher kriegen und somit den Forschungspunkt. Ist jetzt ja gerade alles nicht irgendwie so einfach wie gedacht. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst uns einen Daumen nach oben da, abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, Infected Free Zone. Mann, ich muss jedes Mal nachschauen. Wir sind hier heute in der letzten Folge mit diesem Spielstand, weil ich jetzt dann schlafen gehen muss und das ist dann alles ein bisschen blöd. Leider mit dem Spiel in dem Fall, weil du noch nicht speichern kannst, weil es ja nur eine Testversion ist sozusagen. Schauen wir mal, was wir in dieser Folge noch zusammenkriegen. Wir werden den Dachboden auf jeden Fall durchspielen müssen. We've got them. Chief, did you hear that? There must be hundreds of them. I have a bad feeling about this. Okay. Okay, get ready to defend the zone. Ja, das könnte ungut sein, glaube ich. Noch zwei. Noch zwei. Alter, schaut euch das an. Erster Turm zusammengebrochen. Holy shit, waren das viele. Noch eine Truppe. Boss, it's been a rough night. Something must have made the infected extremely bloodthirsty. If more and more come, our chances of survival will be really low. We'll get over this. We have to. We're all that's left of humanity. Wir müssen hier reparieren auf jeden Fall. Lol. Das ist Ende der Prolog-Version erreicht. Okay.
Wir haben 5 Überlebende gesichert, 8 Tage überlebt, 388 Infizierte getötet und 302 Ressourcen entsorgt. Okay. Spannend. Aber dann würde ich sagen, ja, jetzt kann ich nur Spiel verlassen oder Feedback senden, ne? Dann hängen wir das an die letzte Folge noch dran, weil ergibt ja gar keinen Sinn sonst. Hätte ich nicht gedacht, dass es jetzt vorbei ist, dass es nur 8 Tage sind, die du testen kannst. Interessant auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, verlassen wir mal das Spiel. Verschiedene infizierten Arten, Forschungsgesetze, 30 Anrufe. Vor allem das hier wird spannend. Jeder reale Ort spielbar. 40 Gebäude, Expeditionen, 10 Fahrzeugtypen plus Mods, mehr Waffen und 30 Anrufe und über 50 Events. Ich bin gespannt, was Infected Free Zone in Zukunft wirklich alles in der Vollversion bringt. Könnte ein sehr, sehr interessanter Spielansatz werden. Vor allem mit der echten Welt und auf der L-Welt kann sie sich dann überall hinsetzen. Zum Beispiel Los Angeles oder sowas. Überleg mal, in Los Angeles das zu spielen. Holy shit. Oder halt in der Waldgegend. Du musst ja nicht mehr in der Stadt rein, natürlich sein. Wahrscheinlich ist dann so Waldgegend ein bisschen ruhiger. Wenn ich jetzt wahrscheinlich Spiel verlassen klicke, wird das Spiel zugehen. Deswegen, ich hoffe, euch hat dieser kleine Exkurs in Infected Free Zone gefallen. Wenn ja, lasst unten einen Daumen nach oben da, abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.